Wir sind hier im Herzen von Münster, mitten vor dem Schloss, wo am Wochenende vom 4. bis 6. August die Schloss Classics, die Open-Air-Konzertreihe stattfindet. Eine Woche später, am gleichen Platze, wird das Turnier der Sieger, Münsters Reitturnier, stattfinden. Wir sprechen mit dem Veranstalter Lars Tover über die Aufbauarbeiten. Los geht's. Man sieht schon, hier wird ordentlich geackert. Erklären Sie uns doch einmal, was hier gerade gemacht wird. Also wir stehen jetzt hier auf einem Reitplatz, der jetzt für die Schloss Classics die Konzertfläche wird. Im Hintergrund wird gerade die Bühne aufgebaut. Die überdachte Tribüne ist schon fast fertig. Wir haben heute die Dächer aufgezogen. Jetzt werden die letzten Planen eingezogen, dann kommen die Sitzschalen rein. Da sind wir hier mit auch fertig, sodass wir 1503 überdachte Sitzplätze für die Schloss Classics haben. Wir sind am Montag angefangen mit den Aufbauten. Also wir haben die Plätze eingemessen, sind dann direkt angefangen mit dem Sandeinbau. Wir mussten ein bisschen schneller arbeiten für den Sand, weil wir die Bühne heute aufbauen müssen. Ansonsten sind wir ganz normal im Zeitplan, wie beim Turnier der Sieger auch. Die doppelstöckige Zelt steht, die Tribünen stehen und wir sind guter Dinge. Der große Vorteil ist ja, dass wir eigentlich nur die Bühne rausbauen müssen, weil alles andere bauen wir ganz normal weiter auf. Wir nutzen ja große Teile der Aufbauten ja sowieso auch für die Schloss Classics. Und so, dass wir am Sonntagabend die Bühne rausbauen und dann können wir ab Montag dann mit der ganz normalen Platzpflege hier wieder auf dem Reitboden beginnen. Gibt es ganz besondere Herausforderungen, die bei so einem Aufbau, die Sie berücksichtigen müssen? Ja, wir haben natürlich die Sicherheitslage, das ist das eine. Aber das viel größere Problem hier in den letzten Jahren war eigentlich immer das Wetter. Und wir haben also dieses Jahr echt Glück gehabt. Also gut, ein bisschen bewölkt, nicht zu heiß. Und gerade hier auf dem Sandboden, wenn es reflektiert oder so. Deswegen, also wir haben im Moment optimale Verhältnisse zum Aufbauen. Wunderbar. Ich sehe, da steht noch ein riesengroßes Zelt. Vielleicht gehen wir einfach mal rüber, dass Sie mir erklären, was wir da machen. Hinter uns steht ein riesengroßes Zelt. Herr Tover, was hat es damit auf sich? Ja, das ist unsere Plaza. Hier findet letztendlich die Abendgastronomie statt, beziehungsweise vor und nach der Veranstaltung können sich hier die Gäste bewirten lassen bei leckeren Getränken und Speisen. Wir haben dieses Jahr das Gastronomiekonzept fürs Turnier der Sieger auch ein bisschen abgeändert. Wir haben also keinen Bierwagen mehr in dem Sinne, sondern hier weiße Pagoden stehen und haben dadurch ein bisschen mehr Platz geschaffen, um diesen überdachten Schirm hier zu machen. Also wird sicherlich sehr schön. Also wir haben Sonnenschirm gebaut, kein Regenschirm. Also ich höre, der Aufbau ist in vollem Gange, alles im Zeitplan. Da kann man nur noch gutes Wetter wünschen, oder? Genau, das haben wir aber, glaube ich, auch. Herzlichen Dank.